Rund 280 Unternehmen in Oberösterreich hatten direkt mit der Erzeugung von Fahrzeugen und Motoren zu tun. Man spricht von der Automotive-Branche. Die sorgt mit etwa 31.000 Beschäftigten für einen Jahresumsatz von rund 11,6 Milliarden Euro. Oberösterreich ist das Automotivbundesland Nummer 1. Wir haben bei 17% der Bevölkerung fast 50% der automotiven Wertschöpfung von Gesamtösterreich. Also es gibt kaum eine Branche, die diese Bedeutung hat für Oberösterreich. Ja, als Wirtschaftsstandort sind wir derzeit super aufgestellt im Automotivbereich. Aber das, was wir heute und in der Vergangenheit gemacht haben, heißt noch nicht, dass wir das in 10, 15, 20 Jahren auch sind. Daher haben wir viel Forschungsgeld jetzt in die Hand genommen, Unternehmen gleichermaßen wie das Land Oberösterreich. So steckt BMW in Steyr rund 1 Milliarde Euro in den Wandel des Motorenwerks hin zur E-Mobilität. Aber auch Nutzfahrzeuge werden bereits elektrisch angetrieben, produziert etwa von Wacker Neuson. Wenn man heute über einen batterieelektrisch betriebenen Bagger spricht, dann ist das auf der einen Seite die Leistung und auf der anderen Seite die Einsatzzeit. Und das sind so die Grundprämissen, mit denen wir an die ganzen elektrischen Maschinen herangetreten sind. Also wir wollten keine Abstriche zu einer konventionell betriebenen Maschine und das ist uns auch gelungen. So eine Firma wie Wacker Neuson zeigt, dass sogar bei Baugeräten, bei Dampern, bei Baggern etc. das auch elektrifizierbar ist bis zu gewissen Größen. Und das heißt, da sind diese Unternehmen wieder eben vorne. Es wird geforscht und entwickelt und manchmal ergeben sich noch interessante Nebeneffekte. Zero Emission war ja das, was uns getrieben hat, aber eben hinsichtlich also CO2-Neutralität. Und da war eben das Abfallprodukt, also die Geräuschemission, die eben nicht stattfindet oder nur in sehr begrenztem Ausmaß. So kann mit den Geräten beispielsweise in Innenstädten auch nachts gearbeitet werden, ohne für eine Lärmbelästigung zu sorgen. Noch sind diese Geräte allerdings deutlich teurer als ihre Benzinbrüder. Was kostet heute der Bagger und das vergleichbare Pendant in elektrisch? Dann sind wir so wie bei vielen anderen Dingen, also im Verhältnis 1 zu 2. Also der elektrische kostet heute ungefähr doppelt so viel. Übrigens hängen noch jede Menge weiterer Arbeitsplätze an der Automotive-Branche. Etwa 87.000 Jobs in Oberösterreich haben direkt oder indirekt damit zu tun.